Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es wieder ein Video mit der Hüpfknete und ich möchte versuchen, dieses Mal einen ganz tollen glitzernden Flummi zu machen. Ich habe hier zusätzlich zu den drei Farben Hüpfknete nämlich noch ein Röhrchen Glitzer. Das ist ganz heller, relativ grober Glitzer und den streue ich jetzt erstmal hier auf den Tisch drauf. Glitzer, 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 Glitzer. So Tische bekommt man übrigens sehr gut mit Post-its wieder sauber. Einfach den Post-it immer wieder drüber ziehen, bis der ganze Glitzer in dem Klebestreifen hängen geblieben ist. Aber hier kommt jetzt erstmal ganz viel Glitzer auf den Tisch und sauber gemacht wird später. Glitzerparty. Und da hinein gebe ich jetzt jeweils ein Stückchen von der Hüpfknete. Mal gucken, wie der Glitzer haften bleibt. Und ich sehe schon, er bleibt ganz fantastisch haften. Oh ja, das wird richtig schön glitzernd. Mache natürlich ein bisschen an meinen Fingern, aber das ist ja immer so. Also, lila glitzert schon mal. Ich wollte das Blaue doppelt zumachen. Nein, nein. So, dann kommt ein Stück Blau dazu. Und auch da kommt ganz viel Glitzer hinein. Ich glaube, für Gelb muss ich gleich tatsächlich noch ein bisschen weiteren Glitzer ausstreuen. Das hält so fantastisch. Es wird ein super cooler Glitzerflummi. So. Die beiden glitzern und es gibt 9 Glitzer für Gelb. Ups. Und aneinander sollten sie eigentlich noch nicht. Man kann die Farben ja wunderbar mischen und auch Flummis aus verschiedenen Farben machen. So wie ich das jetzt mache. Die Knete hält ja so sehr gut aneinander. Und hier kommt Gelb. Ich glaube, in Gelb kann noch ein bisschen mehr Glitzer hinein. So, und auch noch der ganze Glitzer von meinen Fingern am besten. Und dann mache ich mal 3 lange Schlangen. Und die verdrehe ich dann ineinander. Ganz wild durcheinander. Noch ein bisschen mehr drehen. So sieht es dann aus, total zusammengeknollt. Und ich rolle es jetzt wie ein Ball richtig schön rund. Springt schon super cool. Und ich gebe jetzt noch ein bisschen Glitzer außen herum. Nochmal richtig schön im Glitzer hin und her rollen. Und fertig ist mein Glitzerflummi. Er muss jetzt natürlich noch ein bisschen aushärten. So 2 bis 3 Tage, dann verändert er auch die Form nicht mehr. Aber man kann auch schon vorher mit ihm spielen, muss dann nur vorsichtig sein, dass man ihn nicht flach drückt oder so. So, ich rolle jetzt noch meine Hände sauber an ihm, dass der ganze Glitzer da dran hängen bleibt. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!